Hallo ihr Lieben, so, heute machen wir mal kein klassisches Kräftigungstraining oder Kräftigung-Cardio-Training, sondern heute machen wir ein Bewegungstraining. Bewegungstraining aber in der Hinsicht, dass wir mehr Flexibilität in unsere Muskulatur kriegen. Also sozusagen so Dehnungsübungen mit einer leichten Dynamik, aber ein ganz ruhiges Training, dass ihr vielleicht auch mental ein bisschen runterkommt. Und es ist ganz, ganz wichtig für eure Muskulatur, dass wir uns auch mal die Zeit nehmen, bisschen Dehnung und Beweglichkeit zu machen, damit euer nächstes Training von eurem Körper einfach super verstoffwechselt werden kann und dass ihr auch einen Mehrwert davon habt. Vielleicht ist der ein oder andere von euch schon mal an der Stelle gewesen und sagt, boah, ich trainiere ja alle zwei Tage, aber es geht nichts vorwärts. Erstens ist es wichtig, dass ihr euch Zeit lasst, mal zu regenerieren, und zweitens ist das Thema, so gerne wir das, so gerne viele das vernachlässigen, Dehnung und Beweglichkeit ein A und O, damit ihr mit den anderen Sportarten erfolgreich seid. Deswegen heute ein entspanntes Training. Wir starten ganz lockerer Stand, bitte die Knie nicht nach hinten durchdrücken und wir atmen erstmal zusammen ein. Tief einatmen und aus. Einatmen und aus. Rein. Tief einatmen und aus. Wir nehmen die Arme nach oben und strecken uns in die Länge. Immer größer machen. Spürt, wie Arme und Bauch mit lang gezogen werden. Und dann wandern wir nach vorn. Immer weiter. Nehmt den Oberkörper mit nach vorn. Und weiter nach unten. Eure Knie sind nicht durchgedrückt. Lasst sie immer noch ganz leicht gebeugt. Lasst die beide Arme hängen, atmet in eurem Tempo. Zweimal tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Und richtet euch Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wir kreisen den Schultern nach hinten. Noch einmal, Arme gehen nach oben, Höhe, Länge, wir wandern wieder, immer weiter nach unten. Wir lassen die Arme hängen. Jeder wieder in seinem Tempo. Zweimal tief einatmen und aus. Und dann richten wir uns langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und die Schultern kreisen nach hinten. Wir öffnen die Beine ein Stückchen mehr. Geöffnet. Wir gehen hier zu Kreuz, entgegengesetzt mit einer Hand. Der andere Arm geht nach hinten, zum Fuß, zur Mitte, andere Seite, zur Mitte. Ohne Hektik, zur Mitte, Seite, zur Mitte. Eure Knie sind immer noch leicht gebeugt. Drückt die Knie nicht nach hinten durch. Gleichmäßig, findet euer Tempo. Wir bleiben auf der rechten Seite. Die beiden Arme jetzt zum rechten Fuß. Zur Mitte kommen. Und zum linken Fuß.
immer noch leicht gebeugt. Also wirklich nur so angebeugt, ihr sollt keine Kniebeuge haben. Und wieder zum rechten Fuß. Und zur Mitte. Zum linken Fuß. Zur Mitte und Wirbel für Wirbel nach oben aufrichten. Ich habe es bei dem einen oder anderen in der Oberschenkelrückseite so ein bisschen gezogen, gezerrt, das ist völlig in Ordnung. So, wir schließen die Beine. Das rechte Bein geht nach oben, dreht nach außen. Nach innen. Jetzt mal knackst es wieder alles ins Schienenscharnier. Gerutscht. Ja. So, Achtung, das Knie lang zu euch ziehen, greift um das Knie, zieht es zum Oberkörper an. Euer Standbein ein bisschen gebeugt lassen. Bitte nicht nach hinten durchdrücken. Das Gefühl, ich stehe schief. Obacht, euer Fuß kreist. Nicht hektisch werden. Andere Richtung. Und wir lassen locker. Locker die Beine mal kurz aus. So. Konzentriert euch auf euch selbst. Jetzt nehmen wir das linke Bein nach oben. Kreisen nach außen. Antwort ein bisschen mit der Balance zu tun haben. Findet euer Tempo. Achtung, Knie ist oben, greift hinter das Knie und zieht es zum Oberkörper heran. Nur auf euch konzentrieren. Reisen mit dem Fuß. In die andere Richtung. Findet auch hier euer Tempo. Und wir lassen locker. Lockert die Beine ein bisschen. Ihr dachtet am Anfang bestimmt gleich, auch schön Dehnung, wir legen uns hin. Jetzt machen wir das. Kommt nach unten. Jetzt Rückenlage angesagt. Jetzt mal durchatmen. Kommt erstmal unten am Boden an. Wenn ihr euch jetzt so gerade hinlegt, wird der eine oder andere merken, oh, ich liege nur so auf ein paar Punkten auf. Schulterblätter, Po, vielleicht ein bisschen Wade. Durchatmen und erstmal wirklich Arme ablegen. Ein bisschen erden. Spüren die Schwere, dass euer Körper am Boden ankommen kann. Wir nehmen die Arme über den Kopf. Atmen tief ein, jeder bitte in seinem Tempo und ihr streckt euch dabei in die Länge. Spürt wieder die Arme und Bauch lang gezogen. Und beim Ausatmen lasst ihr bewusst locker. Tief einatmen. Beim Lockerlassen lasst ihr mal eure Fußspitzen nach außen sinken, auch die Beine richtig die Spannung rausnehmen. Wir stellen
beide Beine an, greifen hinter die Knie, ziehen sie zum Oberkörper heran. Euer Kopf ist erstmal auf der Matte. Genau. Ich atme richtig schön dahinter greifen. Jetzt heben wir Kopf und Schultern noch ab und tun so ein bisschen einrollen Richtung Knie. Einfach hochziehen und dann wieder locker lassen. Kopf ablegen. Und nochmal ranziehen. Und locker lassen. Ranziehen und locker lassen. Ihr stellt euer rechtes Bein ab, das linke behaltet ihr bei euch, zieht es richtig schön zum Oberkörper herein und streckt langsam euer rechtes Bein aus. Links bleibt schön rangezogen zum Oberkörper. Gleichmäßig atmen. Schaut, dass euer rechtes Bein am Boden liegt. Zieht euer rechtes Bein heran. Greift hinter das rechte Knie und streckt langsam das linke Bein. Bewusst ranziehen vom rechten Bein und links erden. Und das linke Bein wieder ranziehen zuerst, hinter das linke Knie greifen und dann erst das rechte strecken. Immer wirklich eine Bewegung nach der anderen machen. Tief einatmen und länger ausatmen. Mit dem Ausatmen noch versuchen, ein bisschen mehr in die Dehnung zu kommen. Zieht das linke Bein heran, greift um und noch einmal das rechte Bein zieht, das linke strecken. Ziehen, hinter beide Knie greifen und so ein klein bisschen nach rechts und links schauen. Nicht zu doll, nur ein bisschen hin und her. Ihr sollt nicht umkippen. Und die Beine absetzen. Wir setzen uns hin. Beide Beine sind gestreckt. Okay? Eins nach dem anderen bitte. Linkes Bein anstrengen. Über das rechte setzen. Jetzt drehen wir uns zur linken Seite, setzen den linken Arm so hinter unserem Po auf und mit dem rechten schieben wir unser Knie nach innen. Okay? Geht mit eurem Blick leicht nach hinten und atmet tief ein und aus. Tief ausatmen. Vielleicht versuchen noch ein Stück einzutreten und das Knie etwas nach innen zu drücken. Alles so, wie es euer Körper zulässt. Thank you.
lassen zuerst den Arm bitte locker, der das Knie festhält. Dann nehmen wir den Kopf nach vorn. Kurz durchatmen. Und dann entknoten wir unsere Beine. Ganz kurz mal sitzen bleiben, damit unsere Wirbelsäule sich hier ein bisschen justieren kann, bevor wir auf die andere Seite wechseln. Gerade wenn man aber rechts und links etwas tut, zwischendrin mal kurz wieder einsortieren lassen. So, neue Seite, neues Glück. Wir stellen das rechte Bein an. Über das linke setzen. Okay? Jetzt drehe ich mich weg von euch. Jetzt setzt euren rechten Arm hinter eurem Po ein Stück. Mit dem linken drückt ihr das rechte Knie nach innen. Bitte nehmt euren Kopf mit nach hinten. Atmet wieder gleichmäßig ein und aus. Kopf und Schultern nach vorn. Und dann entknoten wir unsere Beine. Wackeln mal ein bisschen mit den Beinen. Ganz locker. Genau. Sehr schön. Wir wenden uns. Und zwar gehen wir in die Bauchlage. Legt eure Hände bitte vor euch ab und legt die Stirn auf eure Hände. Kommt bei euch an, wieder kurz durchsortiert den Körper. Ihr stellt eure Hände neben eure Schulter. Ganz wichtig hier, bitte verkrampft jetzt nicht in den Händen. Ihr zieht euch ein Stückchen nach oben, euer Kinn ist zur Brust gezogen. Ihr spürt es vielleicht in der Lendenwirbelsäule mit. Ja, gleichmäßig ein und aus. Denkt mal, Finger locker, nicht verkrampfen. Ihr lasst locker, setzt eure Fußspitzen auf, drückt euch nach oben in den Vierfüßlerstand, die Knie abnehmen und ihr drückt euch weiter, den Po schön nach oben, Knie bleiben gebeugt, euer Kopf ist zwischen den Armen. Locker, setzt die Fußspitzen auf, drückt euch in den Vierfüßlerstand,
auf die Fußspitzen. Knie sind leicht abgehoben. Und jetzt, ihr schiebt den Po Richtung Himmel, eure Knie bleiben gebeugt. Der Kopf ist zwischen den Armen. Nicht in den Schultern. Wir kommen zurück in den Vierfüßlerstand, ganz langsam. Durchhängen lassen, nicht nachdrücken. Wieder ein Grunddrücken. Und wir ziehen den Po zurück auf die Fersen. Lasst euch weit nach hinten sinken. Wenn es euch sehr schwer fällt, euch nach hinten sinken zu lassen, dann guckt, dass ihr gleich die Füße geschlossener haltet und die Knie vorne ein bisschen öffnet, als ob eure Unterschenkel zu einem V wären. Und dann lasst ihr euch dazwischen sinken. Mit jedem Ausatmen noch etwas tiefer. Setzt gern eure Stirn ab. Wir lassen unsere Hände, Arme nach hinten fließen, neben die Beine. Lasst euch sinken. Lasst die Schultern fallen. Wir setzen uns langsam auf, atmen durch, Schultern kreisen nach hinten oder im Kreislauf mit nach oben. Dann setzen wir einen Fuß nach vorne auf und kommen nach oben. Arme ausschütteln ein bisschen, Beine lockern. Das war mal ein kleiner Einblick in das Thema Beweglichkeit, Dehnung. Das hätten wir jetzt noch ewig weiterführen können. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Wenn ja, bitte regelmäßig machen. Wenn ihr gern mehr von solchen Videos habt, unbedingt hier drunter kommentieren unter dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bitte bleibt auch beim Thema Beweglichkeit und Dehnung dran. Ciao, ciao!